Good news, everyone. Es gibt wieder eine Rezension zu einem Proteinriegel und es ist der Klassiker schlechthin, der Quest Bar Protein Bar und hier in der Sorte Chocolate Chip Cookie Dough. Less than 1 Gramm Sugar, 14 Gramm Fiber und es ist glutenfree, weil wir ja alle Glutenallergien auf einmal haben, so ganz urplötzlich. Nur 4 Gramm Netto Carbs. So, das ist der Quest Bar, kam vor einigen Jahren in den USA raus, hat hier jetzt alles überschwappt und gilt eigentlich als der Clean Bar schlechthin, als einer der leckersten überhaupt. 60 Gramm hier drin. Man sieht auch, hier ist alles auf Englisch, also ist auch wirklich importiert, wenn man den hier irgendwo kauft, zum Beispiel bei Amazon oder so. Da gibt es also nichts Eingedeutschtes. Entsprechend ist der Preis auch relativ hoch. Man zahlt für 12 Riegel knapp 25 Euro, was dann knapp 2 Euro pro Riegel ist. Für 60 Gramm heißt dann pro 100 Gramm über 3 Euro. Ist also nicht billig. Aber gucken wir erstmal, was so drin ist. Was übrigens erstaunlich wenig ist. Eine Proteinmischung aus Milchproteinisolat, Whey-Proteinisolat. Milchprotein ist eine Mischung aus... Also Milchprotein enthält 80% Casein und 20% Whey. So, hier ist also quasi als erstes diese Milchproteinmischung drin und dann nochmal reines Whey-Isolat. Dann ist da drin lösliche Maisfasern, das sind dann die Ballaststoffe. Mandeln sind drin, Wasser, ungesüßte Schokolade, natürliche Aromen, Erythritol, also ein Zucker zum Süßen, Kakaobutter, Palmfett, Seesalz, Calciumcarbonat, das ist also ja nichts Wildes, das ist ja, mal gucken, ob hier extra Calcium als Nährwert drin ist. Nein, haben sie nicht erwähnt. Dann ist Sucralose drin und Stevia-Glykoside als Süßungsmittel. Das ist, wie gesagt, dieser Riegel. Ich habe einen schon, weil ich bin den auch aktuell am Futtern hier mal schon mal halbwegs ausgepackt, damit ich jetzt hier nicht wieder eine neue Packung aufmache. Man sieht auch, ich bin immer kräftig dran zu knabbern. So sieht der Riegel prinzipiell aus. Er ist jetzt normalerweise ein bisschen größer. Das kann man sehen, wenn ich jetzt hier... Scheiße. Wenn ich den anderen daneben lege, ich drücke jetzt mal hier so ran, also so lang ist er normalerweise. Ich habe ihn jetzt schon angefressen. Das ist dieser Chocolate-Chip-Keksteig-Riegel. Sieht soweit wirklich ganz appetitlich aus, vor allem im Vergleich zu den klassischen Proteinriegeln, die meistens nur eine Schicht von Schokolade drumherum haben und innen drin dann den Kakao. Wir können ihn ja einfach mal anschneiden hier. Das Ding ist zäh wie Hulle. Ah gut, hier haben wir jetzt natürlich leider gerade keine Keksstücke, keine Schokostücke getroffen, aber man sieht, es ist gut was drinnen in diesem Proteinriegel. Das Ganze ist, wie ich sagte, so ein Clean-Protein-Bar. Das heißt, dass da wirklich versucht wird, absolut keine Kohlenhydrate drin zu haben und auch, also auch keine Polyole oder ähnliches, und auch, dass viele Ballaststoffe drin sind, was de facto hier auch so ist. Sprich, so machen sie satt und... Vielleicht hätte man sich die Nährwerte mal noch angucken sollen, dass dieser Riegel mit 60 Gramm gerade einmal 190 Kalorien hat. Das ist relativ wenig, das ist so dann knapp über 300, 330 oder sowas pro 100 Gramm, das ist wenig für einen Proteinriegel. Trotzdem hat er knapp 33% Eiweiß, also hier 21% pro 60 Gramm ist also ein Drittel. Ah ja, Calcium ist auch drin, hier sieht man 15%. Deswegen hier das Calciumcarbonat als Zusatzmittel. Vitamin A ist nichts drin, C auch nichts. Die totalen Kohlenhydrate sind 20 Gramm, davon sind 14 Gramm Ballaststoffe, Erythritol ist ein bisschen drin und die Zucker, also wirklich low carb und clean. Fette ist bei diesen clean Riegeln oft sehr hoch, hier auch 9 Gramm, es sind also ungefähr 15% Fett drin. Ja, Cholesterin ist auch angegeben, warum auch immer, wahrscheinlich weil es aus den Milchproteinen kommt, Milchfette ähnliches. Denn in Pflanzen ist kein Fett drin. So, das ist, wie gesagt, dieser Riegel. Clean. Die Clean-Riegel sind oft sehr zäh, muss man sagen. Das kann man jetzt hier sehen. Dass das hier wie so ein Kaubonbon ist, also recht zäh. Sehr schön ist aber gemacht, dass hier wirklich richtig schöne Schokoladenstücke drin sind, die ich jetzt leider mal wieder nicht scharf gestellt bekomme. Also das hat mir sehr gut gefallen, auch geschmacklich ist das Ding nett, es schmeckt jetzt nicht 100 pro wie Keksteig, geht aber in die Richtung und es ist aber definitiv eine helle Freude, diese teils wirklich sehr riesigen Schokoladenstücke zu essen, die auch wirklich wie Schokolade schmecken. Mhm.
Naja, die sind knackig. Wie richtige Schokolade, muss man sagen. Schmeckt auch so. Und wenn man diese Kaubonbon-ähnliche Konsistenz mag, dann wird einem dieser Riegel hier definitiv schmecken. Und was auch so ist, es ist tatsächlich im Vergleich zu den Proteinriegeln, die wir vor diesem ganzen Hype um bessere Proteinriegel kannten, tatsächlich ein sehr, sehr leckerer Proteinriegel, der aber auch leicht diesen Stevia-Geschmack hat. Also das muss man bedenken. Ich versuche jetzt das mal so zu machen, damit man das hier, blendet hier gerade das Licht, damit, das sollte man bedenken, dass man leicht diesen bitteren Stevia-Geschmack mit drin hat. Es ist aber nicht so stark, weil ja nicht nur rein mit Stevia gesüßt ist, sondern auch mit Erythritol. Ja, und was soll ich sagen? Es ist ein leckerer Riegel. Es gibt aber inzwischen, wie zum Beispiel von Wider den Nippi, da könnt ihr euch auf meiner Internetseite die anderen Rezensionen zu angucken, weitaus leckerere Proteinriegel, die aber dann nicht clean sind. Also sprich, da sind Kohlenhydrate drin, Polyone ähnliches, da wird dann mit Maltitol oder ähnliches gesüßt. Die schmecken deutlich besser nochmal, aber unter den clean Regeln ist das hier definitiv ein sehr, sehr leckerer. Ich werde euch die Tage aber auch noch einen anderen vorstellen, der vor allem preislich deutlich attraktiver ist und nicht wirklich schlechter ist. Trotzdem, dieser Quessbar ist eine feine Sache, auch wenn er ziemlich teuer ist, aber er ist sehr lecker und sieht auch optisch sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. Und ich persönlich mag gerade diese zähe Konsistenz, man hat da richtig schön was zu beißen und als kleiner Snack zwischendurch ist das Ding auf jeden Fall gut geeignet. Die Ballaststoffe sättigen auch ein bisschen. Von daher ist das eine feine Sache, dieser Quest-Bar. Okay, gut, dann wisst ihr, was ihr zu tun habt. Den zum Beispiel kaufen, probieren oder eben nicht. Ciao.